E-Mobilität ist der dümmste Schwachsinn, den ich kenne. Wer das erfunden hat, hatte geistigen Dünnschiss. Sorry. E-Mobilität geht gar nicht, ist unpraktisch. Es werden Stromnetze zusammenbrechen, wir werden im Dunkeln sitzen. Unsere Kinder werden erfrieren in den kalten Zimmern, weil es keinen Strom mehr gibt. Wir werden elektrotechnisch verstrahlt. Wir werden Millionen von Leuten zusammenfahren, weil die einfach, so wie der jetzt, über die Straße läuft, weil er einen nicht hört. Und dann werden alle zu Tode gefahren. Unpraktisch, keine Reichweite, nicht alltagstauglich. Einfach bloß ein totaler Schmarrn. Ja, so habe ich gedacht, bevor ich E-Mobil-Autofahrer geworden bin. Und wie es dazu kam, das hört ihr jetzt. Peace. Wieder unterwegs von zu Hause. Nein, Quatsch, von der Arbeit nach zu Hause. Obwohl ich in der Arbeit öfter und länger bin als zu Hause. Nicht ganz, aber es kommt einem so vor. Und deswegen fahre ich jetzt eigentlich von zu Hause nach zu Hause. Von zu Hause 1 auf zu Hause 2. So genug. Um was es geht, das habe ich ja vor dem Intro schon gesagt. Ich habe ja ein Interview gegeben damals in Horb und da war ja Clean. Entschuldigung, das war nicht Clean Electric, sondern das war Electrified BW mit dem Jerome und mit der Jana. Eigentlich sagt man mit der Jana und mit dem Jerome, so heißt es richtig. Und da ging es um die Frage, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen? Und das habe ich halt recht kurz beantwortet und ich habe sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, erzähl es doch mal ein bisschen detaillierter. Also, wie kam das dazu? Diese Meinung, die ich vor dem Intro gesagt habe, das war absolut meine Meinung. Wirklich, das war meine Meinung. Wir haben in einer Etagenwohnung gewohnt, im dritten Stock. Keine Möglichkeit zum Laden, deswegen war das Thema für mich eigentlich schon mal weg. Natürlich will ich am Laden, aber auch technisch gesehen. Die Batterien halten nicht. Keine Ahnung, du musst alle 5000 Kilometer die Batterien wechseln, weil der Akku vom Handy hält ja auch nicht so lang und im Winter geht er überhaupt nicht und im Sommer wird er zu heiß und wenn du die Heizung anmachst, dann bleibst du sofort stehen und lauter so. Auch die Reichweite, das war auch so mein Thema, wir wollen ja solche Autos haben. Wir wollen denn solche Autos kaufen und warum sollten Autobauer diese Autos bauen? Weil es doch keinen Sinn macht. Ich habe ja auch in so typischen Stammtischdiskussionen war ich quasi im Eck gesessen, habe mir das so angehört von Leuten, die entweder schon eins haben und ich mich dann gewundert habe, warum das die überhaupt lebendig aus dem Auto aussteigen, weil die müssten ja einen Stromschlag kriegen, dass sie sich tödlichst aus dem Auto rausschälen. Und das waren halt dann Befürworter für die E-Mobilität und ich war halt Gegner. Einfach so, weil ich das selber das mit dem Thema mich einfach nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Und das, was ich gehört habe vom Hörensagen her, weil der eins fährt, ja, der weiß es, dass es besser geht. Aber der keins fährt, der hat halt vom Hörensagen gehört, dass von seinem Friseur der Hundesitter eine Tochter hat, die mit einem jungen Mann verbandelt ist, der wiederum einen Masseur hat, dessen
Schwiegermutter in einem E-Auto liegen geblieben ist. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, okay, ich bin ja auch schon mal in einem E-Auto liegen geblieben, wegen Akkumangel. Ja, dummer Fokker. Der Radfahrer, der fährt da so gemütlich zickzack. Naja. Wahnsinn. Ja. So. Und deswegen war ich nicht gut auf die E-Mobilität zu sprechen. Weil es keinen Sinn macht. Weil genau diese, ja, Argumente, die heute noch gelten und heute immer noch aktuell sind, damals eben bei mir auch gewirkt haben. Das war einfach so, ist so gewesen. Irgendwann mal habe ich einen, ja, Bekannten, einen, den ich kenne, habe ich mal am Parkplatz getroffen. Und der hatte damals einen A4. Ich weiß jetzt gar nicht, Diesel, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall ein A4 Kombi. Und der hat gesagt, der kauft sich jetzt ein E-Auto. So ein Idiot kauft sich ein E-Auto. Das ist was für ein Noob. Ja, aber er dachte, ja, kauf dir E-Auto, du wirst bestimmt glücklich mit dem Batzen. Ja? Ich würde meinen Lebtag. Und in Bayern heißt es ja nicht Lebtag, sondern Letter. Ja, in meinem Letter darf ich nie so ein Auto fahren. Mein Letter, niemals. Vielleicht ein halbes Jahr später treffe ich ihn wieder am Parkplatz mit einer Zoe. Mein Umstieg von einem A4 Kombi auf eine Zoe ist schon beträchtlich vom Platz her. Er hat da gesagt, naja, er braucht jetzt eigentlich kein größeres Auto mehr, die Kinder sind aus dem Gröbsten draußen, der braucht keinen Kinderwagen mehr mitnehmen, die Kinder jetzt zu viert trotzdem, auch wenn es ein wenig enger ist, fahren und das funktioniert auch und das Laden ist jetzt auch nicht so das Problem. Er fährt jetzt nicht so weit, das heißt, die Reichweite passt auch. Und dann bin ich heimgefahren mit meinem damaligen VW ab. Der mir damals schon tierisch auf den Sack gegangen ist, das Auto. Ja, aber mit dem bin ich heimgefahren. Und irgendwie hat es in mir gearbeitet. Liege ich vielleicht falsch mit meiner Meinung? Oder nicht? Und dann haben wir gedacht, Mensch, Focker, ich duze mich ja selber. Mensch, öffne doch mal ein bisschen deinen Blick und informiere dich einfach mal. Und zwar so, dass das ohne Vorurteil läuft. Also, schau dir das mal an, ob das wirklich so schlecht ist, wie die Leute sagen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, Internet spuckt schon einiges aus. Und wenn man nicht unbedingt den, keine Ahnung, Tagesmedien glauben will, sondern einfach ein bisschen mehr sich informieren will, dann surft man im Internet, schaut man auf YouTube, schaut man auf, keine Ahnung was, Facebook gibt es ja wahrscheinlich auch Gruppen, ich sehe überhaupt kein Facebook. Und dementsprechend habe ich mich dann so ein bisschen informiert und da kam immer mehr so ein kleiner Hammer, der so diese Mauer der Ignoranz, sage ich jetzt einmal, langsam brüchig gemacht hat. Erst ist der Putz abklopft worden, dann die ersten Mörtel, dann die Steine und irgendwann einmal war sie brüchig und löchrig und da habe ich ein bisschen mehr an mich reinlassen. Dann war es aber das Thema immer nur so, ich kann nicht laden daheim. Dann haben wir Pläne geschmiedet, das ging ratzifatzi, dass wir uns ein Haus bauen. War eine Situation halt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache so nicht weiter, ich will jetzt ein Haus. Und meine Frau hat da auch gleich mit reingeschossen und gesagt, ja, das machen wir. Weil wenn wir es jetzt nicht machen mit 50, dann brauchen wir es später auch nicht mehr machen.
Aber das haben wir dann gemacht. Und dann kam es mir so, bin ich, keine Ahnung, nachts wach gelegen oder so. Und dann auf einmal ist mir gekommen, hey, Moment einmal, wenn ich jetzt ein Haus hätte, dann könnte ich ja rein theoretisch laden. Dann wäre für mich der größte, das größte negative Element auch schon beseitigt. Mensch, zerfix. Ah, jetzt habe ich schon richtig, so, gar nicht mehr so richtig viel Argumente dagegen gehabt. Aber es ist ja trotzdem nur eine fremde Welt und so. Und dann haben wir gedacht, Mensch, vielleicht ein E-Auto, mit meiner Frau drüber geredet. Und meine Frau ist da recht offen und so. Ja, musst du wissen. Und wie gesagt, ich habe einen VW abgehabt und mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Das Auto hat keine Leistung gehabt, hakelige Schaltung, die Heizung ist nicht gescheit gegangen. Das Auto war eigentlich auch schlecht ausgestattet. Die hat ja nirgends Beleuchtung gehabt. Du hast nicht mal die Fensterheber aufmachen können, weil du es nicht gesehen hast, dass die Fensterheber nicht beleuchtet sind in der Nacht. Auf der anderen Seite war gar keiner. Nee, Quatsch. Auf der Fahrerseite war kein Fenster über für die Beifahrerseite. Da haben sie sich, keine Ahnung, 2,50 Euro gespart. Bist immer so rübergegangen, hast immer die aufmachen müssen damals. Wie früher, als man noch gekurbelt hat. Also das Auto war nervig für mich und hat auch verhältnismäßig viel Sprit gebraucht, für das, dass ich so easy und gechillt fahre. Und dann ist mir irgendwann mal gekommen, und dann habe ich dann so im Internet, ach, den E-Up. Da habe ich so ein wenig telefoniert, in Amberg mit dem VW-Händler, und habe ich gesagt, Mensch, hast du einen? Und er sagt, momentan nicht, aber in 2 Wochen kriege ich wieder einen und dann rufen wir dich an. Das haben sie auch gemacht. Und dann bin ich das erste Mal in das Auto eingestiegen und bin von Amberg zu meiner neuen Heimat. Da haben wir das Haus noch nicht gehabt, aber da haben wir schon das Grundstück gehabt, da habe ich gewusst, da bauen wir hin. Wie ist das mit dem Hin- und Herfahren? Wie verhält sich das Auto? Werde ich unterwegs verbrennen oder einfach nur am Hungertod sterben, weil das Auto liegen bleibt? Und ich weiß ja, das sind um die 20 Kilometer hin und wieder 20 Kilometer zurück. Wobei, wenn man von Amberg nach Schwendt fährt, geht es gut bergauf. Ja, ich bin losgefahren mit, ich weiß nicht, glaube 98% Akkukapazität. Und bin eingestiegen ins Auto, bin losgefahren, habe ja, Automatik rein und bin so die ersten 500 Meter gefahren. Und war völlig geflasht. Völlig. Und das Auto, im Interview habe ich gesagt, nach 500 Meter habe ich 20 Sachen mitgekriegt, was das Auto besser kann als der Verbrenner. Bude. Das stimmt jetzt so nicht, es waren gerade 20 Sachen, aber es waren schon einige Sachen. Aber er ist viel, 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 viel leiser. Ist ja klar. Du hast keine hakelige Schaltung mehr. Weil Automatik. Dann die Schaltung vom normalen ab ist ja nicht einmal gesperrt gewesen. Das heißt, du hast im fünften Gang rein theoretisch in den Rückwärtsgang schalten können. Ja, du hast nirgends drücken oder ziehen können, sondern der ist halt einfach, ja, einfach billigst gemacht, das Auto. Okay, blinken wäre gut. Danke. Und das war dann so, also Schaltung, Getriebe. Getriebe ist besser. Dann habe ich auch mal Gas gegeben. Dann ist mir wirklich kurzfristig die Luft weggeblieben, weil ich das nicht geahnt habe, dass das so gut geht, das Auto. Hat 280 PS, ist ja jetzt nicht, ja gut, als Kleinwagen natürlich jetzt nicht der leichteste, wie ich am Akku, aber so für den ganzen Autos, für die E-Autos ist er ziemlich der leichteste mit. Und das war dann schon das neuere Modell, das heißt mit den beleuchteten Tasten und so weiter und ein Fensterheber auf der Seite, auch für drüben und so weiter. Also lauter so Kleinigkeiten und ich war völlig geflasht von dem Auto und ich bin genau die gleiche Strecke gefahren, wie ich jetzt jeden Tag mit ihm fahre. Und ich habe richtig Spaß gehabt, weil das Auto mit seinem als Kleinstwagen ist er eigentlich, oder Kleinwagen ist es ja nicht. Der Kleinwagen ist für mich ein Polo und der ist ja nochmal drunter. Also als Kleinstwagen, Mikrocar ist jetzt auch nicht, aber als Kleinstwagen ist der als City-Auto ist der in einer ganz anderen Klasse gefahren, weil er so leise war.
Der ist in einer viel höheren Klasse gefahren, also Mittelklasse, obere Mittelklasse vom Geräuschniveau her. Überhaupt kein Thema. Und dann bin ich so gefahren und da war es noch kalt, war Februar oder so, also es war so richtig kalt und dann habe ich die Heizung angehabt, also geheizt hat er auch verhältnismäßig schnell. Natürlich hat er einiges mehr an Energie dadurch gebraucht, wusste ich damals nicht. Und der ist ja angegeben gewesen, glaube ich, mit 160 Kilometer. Und dann fahre ich nach Schwendt hoch und wie ich in Schwendt oben ankomme, habe ich 57% Restreichweite gehabt, also 57% Akkustand. Und dann bin ich erst mal da gesessen und habe mir gedacht, Alter, der kann doch jetzt nicht knappe 50% an Akku verloren haben auf diese 20 Kilometer. Was sind das für ein Shit? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich mich vielleicht doch getäuscht? Dann bin ich die gleiche Strecke wieder zurückgefahren und habe dann gemerkt, dass peu à peu die Restreichweite an Kilometern immer mehr zunimmt. Dann bin ich in Ambeck unten angekommen und hatte nicht mehr diese 57 oder 54%, sondern 74%. Das heißt, er hat aufgebaut, als ich runtergefahren bin. Also, da war für mich das Thema auch schon gegessen, das Auto reicht nicht für die Kilometer, die ich fahre, sondern es reicht locker. Ich muss halt rein theoretisch jeden zweiten Tag anstöpseln, das könnte schon sein, aber dann mache ich das halt. Ist ja nicht so schlimm. Ob das Auto jetzt in der Garage steht und nicht angestöpselt ist oder in der Garage steht und angestöpselt ist, ist ja völlig egal. Kostet mir 5 Sekunden oder 10. So. Und dann habe ich selbst dieses Argument nicht mehr dagegen setzen können. Natürlich muss man, wenn man sich ein E-Auto oder überlegt, ob man sich ein E-Auto zulegen will oder nicht, muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Und das bin ich dann auch gewesen. Ich bin dann da gesessen, wirklich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich bin dann da gesessen und habe dann so die Punkte bin ich einzeln durchgegangen. Habe mir gedacht, brauche ich, hatte ich ja jetzt auch nicht im Ab, aber brauche ich wirklich Leistung, dass ich sage, ich muss da 200, 300, 400, 500 PS haben? Brauche ich das? Nö. Brauche ich ein Riesenauto, wo 25 Leute reinpassen mit Anhängerkupplung und keine Ahnung was, was halt nur aus Verbrenner gibt? Okay, mit 25 Leuten tut man sich schwer, aber brauche ich sowas? Brauche ich eine richtige Großfamilienkutsche? Nee, brauche ich nicht. So. Brauche ich Reichweite von über 150 Kilometer am Tag? Und da muss man wirklich ehrlich sein. Da muss man wirklich ehrlich sein und sagen, also beziehungsweise nicht sagen, ja, ich fahre ja einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr irgendwo ans Nordkap, weil da eine Cousine von meiner Frau wohnt, die rattenscharf ist. Mach ich nicht. So. Will ich weiterhin an die Tanke fahren? Da macht man sich eigentlich keine Gedanken drüber. Wenn man das mal gewohnt ist, mit dem E-Auto zu fahren, dann ist es wirklich so, dass man sagt, ich will gar nicht mehr an die Tanke. Maximal um ein Eis zu kaufen oder mal was zu trinken oder keine Ahnung. Aber Luft nachzufüllen oder so, ja, ist kein Problem. Aber tanken will ich eigentlich nicht mehr, weil ich das jetzt mittlerweile schätze, dass ich nicht mehr tanken muss. Aber das habe ich ja alles damals nicht gewusst. So. Und dann war ich plötzlich in einer Lage, wo ich sage, ich bin vom, wie heißt es, vom Saulus zum Paulus heißt das, glaube ich, gell? Wobei ich ja jetzt nicht weiß, ob das ein Schimpfwort ist. Oder ich sage mal vom Saulus zum Fokkerus. Bin ich dann geworden. Und dann bin ich dem Thema gegenüber auf einmal komplett anders da gestanden. Ich habe es noch nicht so euphorisch präsentiert und gefeiert, für mich selber auch und auch für euch,
weil ich die Möglichkeit noch nicht gehabt habe, aber ich war der Sache schon mal offen gegenüber gestanden, nicht mehr ganz so negativ. Weil es gibt auch genug negative Sachen vom Verbrenner, die man jetzt einem vor die Füße schmeißen kann, aber es bringt nichts. Also man muss mit sich selber wirklich ehrlich sein. Brauche ich das? Will ich das noch? Keine Ahnung. Ja, E-Mobilität ist teurer als normale. Wenn man jetzt rechnet, einer kauft sich ein Auto, das 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist oder noch älter, dann braucht er sich kein E-Auto kaufen, weil in der Preisklasse gibt es E-Autos noch nicht. Selbst gebrauchte Zoes wird schon eng. Und ob jeder ein Zoe fahren will, das ist jetzt einmal dahingestellt. Ja. Aber ja, es gibt ja andere E-Autos mittlerweile auch schon. Und es kommen ja jetzt im Herbst wirklich E-Autos, wo man dann sagt, okay, designertechnisch werden sie jetzt keine Höchstnoten kriegen. Verarbeitungstechnisch eventuell auch nicht. Ich habe ja keinen Kona. Ich habe ja noch keinen Kona nicht gesehen. Oder einen Kia Niro. Außer die Verbrenner, und da soll sich ja nicht viel ändern. Aber ja, der ist ja jetzt auch nicht so übermäßig stark ausgestattet. Ja, aber von der Haptik, mir persönlich reicht es. Ich muss nicht in einem 40.000, 50.000 Euro teuren Golf sitzen, um mich wohlzufühlen. Und ja, Golfs gibt es sogar für den Preis. Natürlich ist E-Mobilität nicht für jeden was. Es gibt Leute, die müssen wirklich mehr fahren, die müssen wirklich viel fahren, die müssen wirklich Anhänger ziehen und so weiter. Für den ist es einfach nichts. Noch nicht. Kommt vielleicht. Kommt wahrscheinlich sogar sicher. Aber rein vom Alltag her ist das Auto Bombe. Da kann man natürlich sagen, ja, aber für ein Zweitauto, das hat der Hans jetzt gerade gesagt, der Hansen-Hans, ja, als Zweitauto ist mein E-Auto zu teuer. Und da hat er recht, stimmt. Ich habe mir dann selber ein bisschen beschissen und habe mein Zweitauto, mein teures Zweitauto, jetzt zum Erstauto gemacht. Ja, das geht bei mir, aber es geht halt nicht bei jedem. Also dementsprechend ist das auch schon okay. Aber das soll heißen für mich, euch zeigen, wenn ihr das wirklich jetzt so lange ausgehalten habt, das sind ja schon über 21 Minuten, hui, wie man, wenn man ehrlich mit sich selber ist, wenn man den ganzen offen gegenübersteht und nicht gleich abwinkt und sagt, ich mache das Scheiß, nein, offen und dann, nein, offen gegenübersteht und einfach dann sagt, ich lasse mich jetzt einmal die Riesen von dem Thema. Ich schaue mir das jetzt genau an und werde jetzt mal sehen, ob das wirklich so schlecht ist oder nicht. Ich habe am Anfang auch gedacht, wie Apple damals mit dem iPad rausgekommen ist, was ist denn das für Schmarrn? Das braucht doch keine Sau. Jetzt habe ich, glaube ich, drei daheim. Die Autos habe ich nur einen, aber es kommt demnächst ein zweiter. Bestimmt. Ja. Also, locker bleiben. Wenn man gegen E-Mobilität ist, dann ist das ja okay. Ist ja kein Problem. Darf man ja. Es ist ja nicht verboten. Aber man kann auch eine Sache neutral sehen. Und dann verändern sich auch so alte Ansichten, die steinhart in der Ecke stehen und darauf warten, eingebrochen zu werden. Würde ich sagen. Jetzt geht's rückwärts ins Carport. Ist das schön leise. Ist das schön. Ja, Geschmackssache. So. Bevor ich jetzt hinten reinfahre. Ich bin so ein guter Autofahrer, das ist der Wahnsinn. Ich habe extra hinten Steine hingelegt, dass ich hinten nicht durch das Carport durchsiege. Das war's. Servus, sagt Locker, euer Focker.